Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast South Park. Hallo South Park. Hallo Sebastian. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin South Park, bürgerlich der Franke. Ich bin Wikipedia-Autor seit mittlerweile 12 Jahren. Habe da eine durchaus bewegte Zeit erlebt. Sehe mich immer noch als Wikipedia-Autor, der zufällig in so diverse andere Sachen mal reingeraten ist und wieder rausgeraten ist. Projekte. Ja, Projekte, Präsidien, alles Mögliche. Aber eigentlich bin ich Autor, ich bin in Wikipedia, um Artikel zu schreiben, zu verbessern und alles andere passiert halt dann auch irgendwie. Hm. Aber mein Herz und Seele sind Artikel schreiben und das Schreiben und die Arbeit an Inhalten. Ist dir das, in deinem Leben auch eine sehr wichtigen Sachen? Also ich denke schon, also ich meine, ich habe geschrieben seitdem ich in der 2. Klasse war, war dann vor Wikipedia meiner Fanzine-Szene ziemlich aktiv, hab mal so ein bisschen journalistisch gearbeitet und betreibe jetzt noch einen Blog, also schreiben ist irgendwie, das muss ich tun, sonst bin ich unglücklich. Es muss raus, aber es sind keine Bücher oder keine Belletristik, die dann, du sagst Fanzine und so und journalistisch, das ist ja immer dann eher faktenbasiert. Genau, also so richtig Belletristik habe ich nie den Dreh so zu gefunden. Also auch gerade so Fanzine-Szene ist schon eine sehr persönlich gefärbte, faktenbasierte Schreibe normalerweise. Mhm. Aber so reine Belletristik war nie mein Ding. Ich glaube, dafür bin ich zu neugierig und recherchiere zu gern und da sammeln sich dann so viele Fakten an, die wieder raus müssen. Wie bist du auf die Wikipedia gestoßen? Ich habe mal vor langer, langer Zeit eine Magisterarbeit über Urheberrecht geschrieben. Bin darauf, also eigentlich komme ich aus der Musik und so 2000, da war das mit Napster ganz groß und wichtige Diskussion. Mhm. Und da bin ich dann auf Urheberrecht gestoßen, habe dann ein Buch über freie Lizenzen in einer Fußnote, sowas, so ein kleines Projekt, irgendwie dachte, das so freie Lizenz und Text vereinbart. Mhm. Dachte ich, ach, das klingt spannend, das schaue ich mir mal an. Das war 2002 und da war Wikipedia echt eigentümlich. Eigentümlich? Ja, also ich fand irgendwie sehr viel Softwareartikel und sehr viel sehr naturwissenschaftliche Artikel und ganz viel luhmannsche Systemtheorie, die ich nicht unspannend finde, weil ich mich damit auch tatsächlich zur Zeit mal beschäftigt hat. Aber irgendwie war das sehr unausgewogen und der Luhmann war dann selbst mir sehr zu speziell. Mhm. Dann war ich so ein bisschen weg und habe immer wieder vorbeigeguckt. Und 2004, so eine Reihe des 50.000 Artikel, dachte ich, oh, da gibt's ja tatsächlich, da passiert was, sind die richtig Inhalte. Mhm. Schreib doch mal was. Und dann habe ich mit englischer Philosophie angefangen und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Mhm. Das heißt, du hast systematisch gearbeitet, wenn du mit englischer Philosophie angefangen hast? Das war das, was ich zufällig gerade vorher gelesen hatte. Ach so. Und wo ich reingeguckt habe und wo so mir die erste offensichtliche Lücke auffiel. Mhm. Hattest du auch bald Kontakt mit anderen Autoren? Also ich meine, Wikipedia zu der Zeit war ja super klein. Und ich glaube, ich war so der 20. Admin mit 15 Stimmen gewählt. Mhm. Und also virtuell Kontakt hatte man irgendwie quasi innerhalb von 2 Wochen zu allen in Wikipedia aktiven Leuten. Das erste Mal, dass ich da Leute getroffen habe, hat ungefähr ein Jahr gedauert. Das war dann der CCC-Kongress 2004, 2005 muss es gewesen sein. Mhm. Damals noch in Berlin. Genau, damals in Berlin, im Haus des Lehrers, wo wir eine sehr nette Wikipedia-Ecke hatten. Da hatten wir eine Wikipedia-Ecke, da war ich auch, ja. Ja. Wo wir dann irgendwie 3 Tage in dieser Ecke gelebt haben. Und ich danach noch mit Jimbo Wales auf dem Teufelsberg Silvester gefeiert habe. Echt, ja? Ja. Aha. Cool. Was war da auf dem CCC? Also die, erzähl du mal. Also ich weiß, dass da ein Stand war, aber ich habe mir ja die Vorträge dann noch angehört. Das war noch so die Zeit, als alle auch neugierig waren auf Wikipedia. Da waren alle total neugierig. Der Stand war überlaufen. Also es war für viele Wikipedianer und für mich auch das erste Mal, dass wir uns überhaupt irgendwie gesehen hatten. Wir hatten da so unendlich viel zu bereden. Es waren so 2 Bücherregale da. Ich habe diverse Artikel geschrieben, unter anderem über Heinz hier und den Bierpalast. Ja, wir haben halt so da noch gemacht, was soll 20-Jährige machen, wenn sie irgendwie so Freizeit haben, 3 Tage auf Mattenhausen und... Stimmt, ich glaube, ich habe damals bei Achim übernachtet, wenn ich mich recht erinnere. Der hat damals noch in Berlin gelebt, stimmt. Mhm. Ja, ich war jetzt auf dem 33. Kongress in Hamburg und Wikipedia spielt da keine Rolle mehr. Das wird selbstverständlich hingenommen, es kommt immer wieder vor.
aber es gibt auch keinen Stand mehr. Wikimedia, Wikidata war vertreten, neben den Podcastern so. Aber sonst ja, ist Wikipedia irgendwie schon Mainstream. Selbst bei der neuen Sherlock-Folge fragt Sherlock seinen Bruder, nachdem er ein bisschen klug scheißt, bist du Wikipedia oder was? Ja, so ähnlich. Ich habe jetzt gerade einen Roman gekauft, wo ich nicht anders konnte, weil das, die Story ist irgendwie, zwei Leute bleiben in Kontakt über einen Wikipedia-Artikel, an dem sie schreiben, ich meine, einem Roman, also einen englischsprachigen Roman, den ich in Deutschland, in Berlin in einer Buchhandlung gekauft habe, also jetzt auch nicht der kleinste Roman, auf Seite 4 irgendwie kommt, wir erfüllen die Notability-Kriteria. Dachte ich so, ey, wenn mir das jemand 2004 erzählt hätte, also dieser ganze komplette Wahnsinn. Nein, ich habe den Eindruck, dass Wikipedia sich ja tatsächlich aus dieser freien Software-Ecke herentwickelt hat, wo ich auch mal so vage am Rande war. Und deshalb da auch sehr Linux, CCC und sonst wie kompatibel war. Und die freie Software-Ecke irgendwie immer technischer wurde und von einer Art politischer und Wikipedia halt immer so enzyklopädischer, büchermäßiger, also sehr viele Leute, die weder mit freier Software noch mit Software und Computer an sich sehr viel zu tun haben, außer dass sie sie halt benutzen. Und also da haben sich einfach zwei Wege, also getrennt ist jetzt übertrieben, aber sind halt auseinandergegangen. Und mittlerweile sind einfach, glaube ich, in der Wikipedia schon noch Leute, die auf den CCC-Kongress passen würden, aber sehr viele, die sich da auch extrem unwohl fühlen würden. Das schon. Wenn ich da an irgendwie meine Berliner, die diversen Berliner Grüppchen denken, wo ja auch ein Großteil irgendwie... Ja, ich meine, vor ein paar Jahren war die Social-Media-Szene ganz groß und da gab es auch kaum Überschneidungen. Ja. Republika, da war jetzt die Wikipedia, Republika heißt die Konferenz, die eigentliche Blogger-Konferenz, aber eigentlich digitale Themen. Da war es jetzt verstärkt. So, aber das, wahrscheinlich flacht das jetzt auch schon wieder. Oder eher Wikimedia. Ja, ich bin ja, also ich war einmal, nein, ich glaube, ich war sogar zweimal auf der, also ernsthaft auf der Stage mit Wikipedia bei der Republika. Und einmal mit einem großartig, also ist jetzt ein bisschen unbescheiden, aber so die Publikumsreaktion war ein großartig Trollvortrag. Der Trollvortrag, ja. Da habt ihr über wie hieß der, das war doch mit Fischen, war das doch? Angeln, also Trolling heißt auf Englisch Leinenangeln tatsächlich. Also das ist ein, also im britischen Englisch zumindest ein echtes Verb. Also genau, halt, ich habe einen Vortrag über Trolling angeboten und dann habt ihr, du und Rebecca angefangen zu sprechen über Leinenangeln. Und die Leute haben auch erst eine Weile starr da gesessen und gedacht, oh, bin ich vielleicht doch im falschen Vortrag? Genau, also wir haben so gedacht, also so 5 Minuten geben sie uns für komische Anfänge. Das ist ja bei der Republika so, dass man original anfängt. Und irgendwann kommt da der Punkt, wo sie sich dann fragen, ob es noch was anderes gibt. Und da müssen wir auf jeden Fall hinkommen. Ach so. Und ich habe viel über Angeln gelernt und die beiden Angler im Publikum waren auch sehr begeistert. Ach so, war richtig. Ja. Also wir hatten schon so den Anspruch so, also wir möchten jetzt echten Angler nichts Neues erzählen, aber wir möchten irgendwie vor denen bestehen können, dass sie nicht das Gefühl haben, was reden die von Unsinn, sondern wir möchten zumindest fundiert genug auch über das Angeln reden können. Das sind auch wieder Parallelen zum Artikelschreiben, ne? Man schreibt ja oft nicht über die Themen, wo man jetzt der große Crack ist, sondern eignet sich das an. Ich meine, und schreib dann darüber, wie du auch nicht Fachmann für Pizzakartons bist, aber doch den Artikel darüber geschrieben hast. Genau, also abgesehen davon, dass ich dauernd schreiben muss, bin ich auch unfassbar neugierig. Und das ist natürlich die perfekte Ergänzung. Also ich suche mir fast immer Themen raus, womit ich quasi nichts weiß. Oder sehr wenig weiß, wo ich irgendwie denke, so, also bei Pizzakarton, so, warum hat dieses blöde Ding Löcher? Ich möchte doch eine warme Pizza. So, das war das über den Pizzakarton oder den Abstandhalter da drin? Das war den Pizzakarton. Also ich habe dann entdeckt, dass es den Abstandhalter gibt, den ich auch sehr spannend fand. Aber prinzipiell war so diese Frage, warum hat dieses blöde Ding Löcher, das, die mich so angefangen hat, zur Recherche zu treiben. Nein, und sonst schreibe ich, also das Wiki-Wedding-Projekt war ja auch so. Wir sind regelmäßig durch ein Wedding gefahren, wo ich vorher noch nie war, wo ich mich überhaupt nicht auskannte. Dachte so, man fährt so durch Berlin, so durch diesen komischen Tunnel unterm Hauptbahnhof ziemlich lange. Dann fährt man diese Heidestraße, die für mich immer so Berlin-Sachsen-Anhalt ist. So ähnlich stelle ich mir Bitterfeld vor. So mit einem großen Totalgebäude, leeren Feldern, Stürmen, die hinüberziehen. Und dann ist man plötzlich irgendwie so in einer bevölkerten Straße mit Dönershops, massenhaft Leuten auf der Straße, einem Karstadt, einer Bibliothek und einem anderen. Was ist das? Wo kommt das her? Was machen die Leute da? Ist das noch Berlin? Und das heißt, du hast ein Projekt daraus gemacht, mit Hilfe von Wikimedia Deutschland auch? Genau, also ich habe dann erstmal geschaut, so gibt's noch andere, die das irgendwie spannend finden.
dann habe ich entdeckt, es gibt nicht nur andere, die spannend finden, sondern es gibt auch sehr viele Wikipedianer in Wedding, die ich noch nie vorher irgendwo gesehen hatte. Mhm. Also von denen ich zum Teil nicht mal wusste, dass sie existieren, zum Teil abstrakt wusste, aber nicht, dass sie Berliner sind, die sich dann gemeldet haben. Mhm. Und die irgendwie Lust hatten, was zu tun. Mhm. Und dann sind wir halt noch auf Leute im Wedding losgegangen. Und das war insgesamt super schön, super spannend und super schön, dass es jetzt ohne mich weiterläuft. Ich weiß ja, wie man ein Projekt bei Wikimedia macht, ne? Also und auch was das ist, aber erzähl doch mal ein bisschen darüber, was das ist und wie man das macht, damit das vielleicht auch jemand nachmacht. Also im Prinzip, also Projekt bei Wikimedia würde ich jetzt nicht sagen. Es war ein Projekt innerhalb der Wikipedia. Mit Unterstützung der Wikipedia. Genau, also im Prinzip ist halt so, ich habe irgendeine Idee, was ich machen will. Du denkst, ich habe hoffentlich ein Ziel, was ich damit erreichen will. Dann kann ich sagen, hallo Wikimedia, ich habe irgendwie ein Ziel, ich würde gerne was machen, aber so ein paar Sachen, die wir machen wollen, kosten einfach Geld. Es gibt diese Spendengelder, gebt uns doch was davon ab, damit wir irgendwie das so umsetzen können, wie wir wollen. Und dann schreibt man halt irgendwie einen Antrag, der sich immer noch Antrag nennt, obwohl, glaube ich, alle inklusive Wikimedia den Begriff blöd finden. Und dann sagt Wikimedia, im Normalfall finden wir toll, wir haben noch irgendwie zwei Rückfragen. Und dann beantwortet man brav die beiden Rückfragen und dann ist das alles sehr einfach und unkompliziert. Das ist dann eigentlich der finanzielle Teil. Das eigentliche, die Arbeit ist dann vermutlich, dass du das Portal aufsetzt in der Wikipedia? Ich habe tatsächlich, also ich habe so ein paar Seiten der Wikipedia angelegt, um das Ganze zu machen. Also das Portal hat dann irgendwann ein paar Wochen später Ferizo gemacht oder Max, der ja auch hier war. Das erste war so erstmal Leute ansprechen, was tun, so eine Liste mit Artikeln angefangen, also mit Artikeln, die also mit Inhalten, die fehlen, mit Lücken, die da sind. Ich sag, das machen wir tun. So eine Liste mit möglichen Ansprechpartnern angelegt und dann das so, lass uns erstmal treffen. Lass uns mal ein paar Leute ansprechen und dann schauen wir mal, was passiert, ob dabei was rauskommt oder nicht. Und also das finde ich tatsächlich das Wichtigste, also gerade in Wikipedia, erstmal was machen und dann wird schon klappen oder nicht, wobei Wikipedianer neugierig, offen sind, sehr vieles klappt dann. Wenn und sie so, erst wie du auch erzählt hast, dass du ja quasi noch gar nicht so lange Podcasts hörst und dann erstmal selber einen machst. Also das ist halt so echt so Wikipedia-Spirit. Ja. Und ach so, Wedding ist ein Berliner Stadtbezirk. Genau. Und die Liste der Artikel hatten dann alle irgendeinen Wedding-Bezug. Genau. Und jetzt nicht nur geografisch, also dass man über Straßen, Plätze, Häuser schreibt, sondern auch Personen, Geschichte vermutlich auch. Und genau, also alles, was so man irgendwie einen Bezug zum Wedding herstellen konnte. Also was nicht geklappt hat, was zum Teil daran lag, dass der Artikel einfach eigentlich schon zu gut war, ist Hertha BSC, die mittlerweile gar nichts mit dem Wedding zu tun haben, aber da halt so ihre historische Heimstadt haben, die ich gern geschrieben hätte und sonst halt eine ganze Menge Personen. Es gibt im Wedding dieses lustige Brauerei-Forschungsanstalt mit den 10 Namen, die irgendwie eine von zwei in Deutschland ist. Und es gibt noch so viele andere spannende Sachen im Wedding, also halt so Leute, die mal im Wedding waren, Leute, die mal im Wedding gewirkt haben, Organisationen, die da mal waren, Filme, die im Wedding spielen oder Filme, die im Wedding gedreht wurden. Der rote Wedding, ja. Oder die die Schriftstellerin mit dem Pseudonym Alex. Genau. Ich war jetzt auch bei zwei Treffen oder drei Treffen von diesem Wiki-Wedding. Das heißt, dass ein Wikipedianer sich gefunden hat, der dort auch in einem Bürgerladen aktiv ist. Und seitdem treffen sich Wikipedianer, die sich da interessieren für dieses Projekt, auch dort einmal im Monat ist das oder so? Oder also zweimal? Es gibt einmal im Monat ein echtes Treffen der Gruppe. Mhm. Und es gibt jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr in der Buttmannstraße 16 im Gesundbrunnen nahe des U-Bahnhofs Parkstraße einen sogenannten offenen Sonntag. Also da kann man dann einfach hinkommen, über Wikipedia reden, Artikel editieren, sich austauschen. Also da ist ja nicht die ganze Gruppe da, aber irgendjemand ist immer da und da hat man noch so ein bisschen Ruhe, mal in Tiefe miteinander zu reden. Während die echten Treffen halt immer sehr organisationslastig sind, dann letztlich doch. Ach so, die Projekttreffen dann sozusagen. Man schreibt schon, also es gibt einem schon immer einen Schub, wenn man sich persönlich trifft, ne? Auf jeden Fall. Das ist ein Teil, das ist da halt, weil, also jetzt gerade, wo es im Aufbau war, halt noch sehr vieles Organisatorisches zu klären gab. Also Plakate, Mailingliste, Termine mit der Bibliothek und all sowas. Und das andere ist halt zum Schreiben. Also ich persönlich habe das immer auch gerne zum Schreiben, also diese Treffen nicht, weil keine Zeit, aber sonst hatte ich viel Lust und also sonst hat es mich auch sehr motiviert, Artikel zu schreiben über den Wedding. Aber du bist jetzt raus. Ich bin jetzt raus. Ich wusste ja vorher, dass ich irgendwie Themenhopper bin und habe deshalb gesagt, ich mache das irgendwie nur bis zum Ende des Jahres. Und
meinetwegen kann ich damit leben, wenn es so nicht weitergeht. Ich meine, das freut mich jetzt natürlich so sehr, dass alle außer mir weitermachen wollen. Ist ja eine Grundeigenschaft eines Projekts, was immer gern vergessen wird, dass es eine zeitlich befristete Sache ist. Ja, für dich war das jetzt ein Projekt, du hast es angeschoben und genau. So schön, dass es weiterlebt. Genau, für mich war das ein. Ja. Ein anderes Projekt ist Wikimedia Deutschland, könnte man jetzt sagen, für dich gewesen. Du bist auch relativ früh eingestiegen. Genau, ich bin auf jedem CCC-Kongress nachts um 3 sehr betrunken Mitglied geworden. Ist das gültig? Manchmal wollte ich es anzweifeln. Nein, ich war dann irgendwie, ich war mal 2005 irgendwann Präsidiumsmitglied, als der Verein eigentlich noch gar nicht existiert hat. Mhm. Und dann war ich einfaches Mitglied und irgendwie hat mich sehr vieles am Verein sehr genervt. Und ich habe dann beschlossen, so bevor du ernsthaft rummeckern machst, musst du erstmal versuchen, das selbst zu verbessern. Zu reparieren, ja. Kenne ich irgendwo her. Genau, und bin dann ins Präsidium gekommen. Mhm. Bist da reingewählt worden für ein Jahr? Für ein Jahr. Für ein Jahr erstmal. Mhm. Genau, und dann hatte ich irgendwie mal wieder eine tolle Projektidee. Wann war das mit diesem? 2011, glaube ich. 2011, also vor mir. Oder waren wir gleichzeitig drin? Nee, ich war, oder? Du bist gerade raus. Achim Raschka war bei mir noch mit drin. Das können wir ja auf Marco und Markus Zürens Seite dann mal nachschauen. Wir müssen mal nachschauen. Ich war mit dir im Präsidium. Ich erinnere mich an irgendein Abendessen. Ja, dann waren wir zusammen. In Berlin, in dieser Verdi, nee, in irgendeiner Bildungsstätte. Gut. Das ist schon ein bisschen. Ich erinnere mich an irgendwelche Präsidiumstreffen mit dir. Doch, wir waren zusammen im Präsidium. Ja. Genau. Aber also da war ich dann. War es so, wie du es dir vorgestellt hast im Präsidium? Ich hatte wenig Vorstellung eigentlich. Also einer der Gründe, warum ich reingewählt wurde, was ich mich immer gefragt habe, was das Präsidium eigentlich tut. Ich weiß nicht, ob es so gut war, dass ich am Ende immer noch nicht so genau wusste, was das Präsidium eigentlich tut. Ja, das kenne ich. Also ich habe eben auch Jahre gebraucht, um zu verstehen, was das Präsidium tut. Weil ich auch, vermutlich, weil wir uns da ähnlich sind, weil wir annehmen, dass da Leute sitzen, die Ahnung haben und versuchen dann irgendwie reinzukommen. Um dann irgendwann festzustellen, man hätte eigentlich vorher einen Plan haben sollen, wenn man was bewegen will. Ja. Na, dann warst du nicht lange drin, ein Jahr. Dann war ich ein Jahr drin. Hm. Dann habe ich mein bezahltes Schreibenprojekt gemacht. Dadurch bin ich dann irgendwie. Du hast ein Projekt bezahltes Schreiben gemacht. Das müssen wir jetzt auch ein bisschen ausholen. Ich weiß immer, worum es geht, die Zuhörer nicht. Erzähl genau. Mal. Bezahltes Schreiben. Bezahltes Schreiben. Also es ging um die Frage, dass Wikipedia selbst ja zwei Grundprinzipien hat, also einmal das sehr explizit geschriebene, Wikipedia ist offen und anonym, jeder kann mitmachen. Mhm. Und das Ganze in der Regel nicht ganz so festgelegte, aber sehr stark gefühlte, Wikipedia ist unkommerziell gegen Geld und wir wollen die Menschheit retten. Mhm. Und das stößt in dem Moment, was 2004, 2005, 2006 kein Problem war, weil da waren irgendwie alle Leute, die anonym teilnehmen wollten, Menschheitsretter, sonst wären sie nicht teilgenommen. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, dass Wikipedia plötzlich wichtig wurde und wahrgenommen wurde. Und dann halt auch so Leute dachten, ja, es ist ja gar nicht so unwichtig, was in Wikipedia steht. Und dann steht auch noch irgendwie was Falsches drin. Dann steht da was drin, was 5 Jahre alt ist. Und dann steht da was drin, was irgendwie unserem Chef nicht gefällt. Vielleicht kann man das ja ändern. Das war auch, als die großen Enzyklopädien merkten, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und als Wikipedia immer reichweiten stärker wurde. Genau. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Das frage ich mich tatsächlich mittlerweile. Ich glaube, weil es gab heftigste Diskussionen, Auseinandersetzungen der englischen Wikipedia tatsächlich. Mhm. Also die wirklich so, wo ich dem fand, dass es teilweise echt die Gefahr birgt, die Community zu sprengen. Mhm. Und ich sah so Ansätze der Deutschen und dachte irgendwie, kann man das hinkriegen, das zu diskutieren, ohne dass das die Community sprengt und Leute nicht miteinander reden und an der Englischen hätte es die tote Katzen. Fast. Also ich hatte den Eindruck, dass es teilweise wirklich sehr, sehr heftig wurde. Also teilweise war es sehr, sehr heftig. Und ich dachte ja auch so bei dem Projekt so, ist es dir jetzt wert, dass du das Gefahr läufst, lauter tote Katzen vor deiner Haustür wieder zu finden? Also dass Leute sich dann auf dich einschießen als den Boomern. Genau, also weil es halt ein sehr emotionales Thema ist für sehr viele Leute. Und also da war es noch sehr emotionaler, weil halt noch sehr neu und sehr halt irgendwie so ein Thema, bei dem keiner wusste, wie er damit umgehen soll, was er machen soll. Mhm. Und da dachte ich so, das kann irgendwie sehr explodieren. Ich schaue mal, ob es geht, das zivilisiert hinzukriegen. Und wie war dein Ansatz denn? Wie wolltest du das angehen? Also die Grundidee war tatsächlich so erstmal
die Community abzuholen und zu schauen, was sie überhaupt denkt, was auch keiner so wusste. Also erstmal eine Diskussion irgendwie. Ach, erstmal einen Status einzuschauen. Also erstmal einen Status, so was die Community überhaupt denkt und will. Also die Frage so, finden sie es prinzipiell akzeptabel, finden sie es unakzeptabel? Hm. Finden sie das eigentlich alle voll okay? Wollen sie alle selbst Geld verdienen? Glauben sie alle, dass das der Untergang des Abendlandes ist? Also das war halt so sehr unerwartet. Also so halt eine Oberfläche, unter der mögliche Tiefen lagen, oder nicht? Mhm. Und dann erstmal das kriegen, dann eine Bestandsaufnahme machen, was es überhaupt gibt und in welchen Teilen das aussagekräftig ist und was nicht. Und dann vielleicht noch die Community dazu zu kriegen, dass sie so einen dauerhaften, zivilisierten, einigen Umgang damit entwickeln kann. Mhm. Wie hast du dann die Meinung der Community eingeholt? Das ist ja schon mehrfach nicht fehlgeschlagen. Bei dir scheint es aber geklappt zu haben, weil das Thema ist ja nicht hochgekocht. Genau, also das erste war, die so einfach, man frage sie, also man fragt die Community und man frage sie in der Wikipedia, also in einer Form oder einem Ort, wo die Community tatsächlich ist. Mhm. Das halt war in der Wikipedia, so im Wikipedia-Stil, Wikipedia von Tonalität ist ja das schöne Wort. Mhm. Und dann sagt man erstmal, dass sie Meinung haben wollen, das gab es dann eine längere Diskussion. Dann gab es so ein paar Treffen vor Ort, wo dann halt die sehr Interessierten jeweils gekommen sind. Mhm. Und dann gab es noch irgendwie eine längere Meinungsbilddiskussion und auch 1000 Diskussionen nebenher, nebenbei und auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also Meinungsbilder sind so diese Abstimmungssachen. Genau, also es gab mal zu Wikipedia-Frühzeiten die Auffassung, dass Abstimmungen irgendwie blöd sind, weil wir Freunde des Konsensprinzips sind und Abstimmungen starr sind. Mhm. Und wir deshalb keine Abstimmung wollen. So gab es die großartige Abstimmung zur Abschaffung der Abstimmung, die mit großer Mehrheit angenommen wurde. Ah ja, und jetzt gibt es Meinungsbilder. Jetzt gibt es Meinungsbilder, die überall außerhalb der Wikipedia eher so unverbindlich einfach so mal abfragen ist, was es ist. In Wikipedia ist es aber eine komplett starre, gesetzesmäßige, verfassungsrangehabende Abstimmung. Ja, es oft mir Meinungsbilder um die Ohren gehauen worden. Zsa Gábor. Da bin ich der Hauptautor geworden. Ich weiß nicht warum. Ja. Und in der Ursprungsversion des Artikels war kein Kreuzchen vor dem Sterbedatum. Und weil es vier Meinungsbilder gibt zum Thema Kreuzchen vor dem Sterbedatum, gibt es wohl auch die Regelung, wenn das Kreuzchen nicht ursprünglich da war, darf der Hauptautor bestimmen. Ich habe mir also gestern vier Meinungsbilder durchgelesen und es sind Gesetzesgebungsverfahren, was da stattfindet. Wobei das nicht Juristen erzählen darf. Ich glaube, die werden verzweifelt, wenn das als Gesetzesgebungsverfahren verkauft werden würde. Ja, aber es hat Verfassungsrang. Ja. Also vier Meinungsbilder haben den Vorteil, dass sie im Zweifel alle vier so ein bisschen anders aufgegangen sind und man dann irgendwie mit jeweils dem passenden argumentieren kann. Genau. Okay, deswegen es ja auch vier gibt, weil ich glaube, die Meinungsbilder 2, 3 und 4 gab es, weil die jeweils vorherigen irgendjemand nicht gepasst haben, der noch ein Meinungsbild initiiert hat. Du hast eben den Stand, ein bekannter Wikipedianer zu sein, kann man so sagen. Ja. Was dir natürlich dann auch geholfen hat, das Projekt voranzutreiben. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, das war auch, weil sie alle sehr neugierig waren, weil es ja auch das erste Projekt seiner Art war. Mhm. Wie gesagt, ich einfach sagen würde, dass das Thema noch nicht offen diskutiert wurde, aber im Prinzip schon da war und irgendwie bei vielen Leuten auch so innerlich brodelte. Mhm. Und also das war einfach so ein bisschen so, wie man sticht einen Ballon an und dann versucht man dafür zu sorgen, dass er nicht explodiert. So. Man kann ja so eine Nadel durch einen Ballon durchstechen. Ne? Genau. Und das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Du also sagst, du glaubst? Nein, also ich meine, es war natürlich irgendwie teilweise anstrengend und es ist jetzt nicht so, dass wir uns nur irgendwie lieb gehabt haben und Händchen gehalten haben. Ich glaube, angesichts dessen, was hätte passieren können, war es extrem erfolgreich. Gab es auch wütende Stimmen? Also es gab nicht sehr wütend, es gab sehr entschlossene, nicht kompromissbereite, würde ich mal sagen. Hm. Ja, und es gab halt irgendwie Leute, die frustriert waren und so, aber das war, wie gesagt, also ich finde, wir haben irgendwie mittlerweile einen relativ zivilisierten Umgang damit. Hm. Wie ist denn so der Stand beim bezahlten Schreiben? Es gab ein Meinungsbild, aber genau, es gab diverse Meinungsbilder, die irgendwie die sich irgendwie wikipedianisch typisch vor echten Festlegungen weiterhin gehütet haben. Mhm. Also ich glaube, der Stand ist, solange es irgendwie um Fakten geht und unauffällig ist, wird es relativ toleriert im Normalfall. Mhm. Es wird sehr skeptisch gesehen, es wird sehr kritisch gesehen generell. Ich glaube, als bezahlter Schreiber hat man einen schwereren Stand, denn als blutiger Amateur und Weltretter, was sich aber auch gerechtfertigt finde tatsächlich.
Es ist aber auch nicht so, dass Leute sich irgendwie die Köpfe einschlagen oder Hexenjagden veranstaltet werden oder ähnliches. Es gibt ja inzwischen richtige Agenturen, die sowas machen, die aber auch von sich sagen, dass sie auch die Welt retten wollen, sozusagen. Mit Markus Franz hatte ich hier in einem Podcast schon mal gesprochen, der genau so eine Agentur hat für bezahltes Schreiben und der eben das so darlegt, dass eben, wie du auch sagtest, die Firmen berechtigtes Interesse daran haben, dass der Artikel über sie in der Wikipedia vollständig ist und richtig ist. Und man kann von dem Freiwilligen nicht verlangen, dass sie das leisten. Viele tun es trotzdem, aber man kann es eben nicht verlangen. Darum hilft er den Firmen, eben das selber zu machen und das transparent zu machen. Ist das so der Stand, den du auch akzeptabel findest? Genau, also ich weiß ja immer, also sagt ja, also ein Kritikpunkt an ihm ist ja zu Recht, dass man immer nicht so genau weiß, was er macht und wo er es macht, weswegen man dann irgendwie relativ schlecht nachvollziehen kann, ob weil es jetzt nicht selber macht, genau. So macht, wie wir es gerne hätten und was er genau macht. Achso, dann müssen wir nochmal erklären, dass er die Firmen wirklich berät. Er schreibt nicht für die Firmen, sondern er sagt den Firmen, ja, du musst es schreiben, zeig mir mal den Text, den du schreiben willst. Nee, so schreib den mal nicht, schreib den mal anders. Und jetzt kannst du ihn reinschreiben. Genau. Ja. Und also der macht auch so, dass die Firmen selbst transparent sind, also dass da auch dabei steht, dass es jeweils die Firma ist, genau, dass es macht. Ich glaube, also ich gehe davon aus, dass, also ich meine, wenn man sich ein bisschen Wikipedia auskennt, kann man irgendwie so schreiben, dass es A, Wikipedia gerecht wird, enzyklopädisch ist, neutral ist, gut recherchiert ist. Mhm. Und trotzdem irgendwie auch so ist, dass es auch durch eine Firmen-PR-Abteilung noch geht. Also, das kann man schon, glaube ich, machen. Ich glaube, er kriegt das hin. Ich fände eine Wikipedia schön, in der es nicht nötig wäre. Das hieße aber tatsächlich, dass wir, glaube ich, einfach sehr viel weniger Artikel über Wirtschaftsunternehmen haben müssten. Mhm. Was mich dann auch innerlich schmerzen würde, weil ich die tatsächlich gerade sehr wichtig finde zum Verständnis der Welt. Ja. Erfahrung zeigt aber, Freiwillige wollen diese Artikel nicht schreiben. Und es dann gibt halt, wenige, die das zum Hobby also es gibt haben, sehr wenige, die sich dafür interessieren und also für spannende Mittelständler gibt es ja auch immer keine Quelle, außer vielleicht der Firmenchronik, die irgendwie die Schwiegermutter des Chefs mal vor 10 Jahren geschrieben hat. Und das heißt dann, es gibt halt irgendwie Artikel, die entweder gar nicht da sind oder die irgendwie mal vor 10 Jahren angelegt wurden, wo irgendwie nichts mehr stimmt und das Wichtige auch nicht drinsteht. Und so viel kann die Brand 1 auch nicht Firmen beschreiben. Dass genau. Das Wikipedia oder es gibt halt was, was die Firma selber macht, was dann irgendwie, na, je nachdem, wer es macht, mal mehr oder weniger gelungen ist. Mhm. Ich kenne auch genug Artikel, die über dich so stolper, wo ich so denke, ja, das ist, ich weiß noch nicht so genau, ob jemand gut, glaube ich, die Website kopiert hat oder ob sie einfach den Text als Ausgangsformular genommen haben. Mhm. Weil also insgesamt ist es halt ein relativ kleiner Bereich tatsächlich, weil also mittelständische Unternehmen, die, glaube ich, am interessiertesten daran sind, sowas zu machen, sind einfach inhaltlich nur ein sehr, sehr kleiner Bereich in der Wikipedia. Mhm. Es hat ja auch wieder halt in den Medien gehabt, dieses bezahlte Schreiben war so ein Aufreger für ein paar Monate, Wochen. Gab auch eine Studie dazu. Ist das jetzt, meinst du, ist das jetzt in Sack und Tüten? Das Thema taucht ja kaum noch auf. Was mir aber auffällt, es ist, glaube ich, im Bewusstsein der Leute gelandet. Also ich glaube, es ist im Bewusstsein der Leute gelandet tatsächlich, was ich ja auch nicht schlecht finde. Ich finde ja sowieso, wir sollten auf jede Wikipedia-Seite schreiben, glauben Sie nicht, was Sie lesen, aber eigentlich sollte jeder überall hinschreiben, glauben Sie nicht, was Sie lesen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, so ein bisschen ist das Thema durch. Also ich meine, es hat immer irgendwie Potenzial für einen Skandal, wenn dann jemand entdeckt, dass VW was über Abgaswerte schreiben würde oder irgendwo da. Aber ich glaube, so als Thema an sich ist es relativ durch, weil das haben sie jetzt alle diskutiert, sie haben irgendwie alle nichts wahnsinnig Aufregendes gefunden. Ja, aber durch in dem Sinne, dass nicht, dass es jetzt keiner mehr dran denkt, sondern dass es auf einem stabilen Niveau skandalfrei eigentlich abgeht. Ja, was auch schon immer ein Thema war, das Gebiet Politik. Es gibt eigene Programme, die überwachen, wenn aus dem IP-Bereich des Bundestages Seiten bearbeitet werden oder auch von der Armee oder so, ja. Und wir haben ja auch in jüngster Zeit einen Aufreger mit einem Schiedsgericht und der AfD. Denkst du, dass da die Beeinflussung, die politische Beeinflussung, dass das genauso viel Beachtung braucht wie das bezahlte Schreiben? Oder ist es nur eine Sonderform des bezahlten Schreibens? Es ist ja eben im Großteil nicht bezahlt, was es sehr anders macht. Also wie ich ja sagte, viele Wikipedianer sind verkappte Weltretter und verkappte Weltretter sind gerne politisch. Und natürlich haben sie irgendwie alle eine politische Meinung. Hm. Also ich glaube tatsächlich, soweit ich mitgekriegt habe, so in der deutschen wie in der englischen Wikipedia, was das, was bezahlt ist
oder wo nicht bezahlt wird, sondern Mitarbeiter dran sitzen, im Normalfall tatsächlich immer sich sehr auf Biografien beschränkt im Wesentlichen. In den USA zumindest auch gerne auf Biografien des politischen Gegners. Mhm. Und aber da, gerade vor Wahlkämpfen, also ich glaube, das ist, was ja auch eine Entdeckung war, im Prinzip ist Wikipedia viel zu aufwendig, als dass irgendjemand das die notwendigen Ressourcen da reinstecken würde. Mhm. Also es ist ein ewiger Arbeitsaufwand, einen Wikipedia-Artikel zu pflegen und im Auge zu behalten. Mhm. Es ist fast allen unverständlich, selbst professionellen PR-Leuten. Also es gibt natürlich welche, die es können, aber sehr viele verstehen es nicht. Mhm. Und es ist ihnen zu kompliziert. Ich glaube, im politischen Bereich ist es auch so. Also ich glaube, da ist sehr viel mehr durch Leute, die halt inhaltlich motiviert sind, also die halt politische Menschen sind, mhm, die aber nicht in dem Sinne Profis sind, sondern einfach die sehr engagiert sind und ihre überschüssiges Engagement da loswerden. Also Wikipedia ist nichts für schnelle Ergebnisse, sondern eher für mittel- und langfristige Strategien. Ja, aber umso wichtiger, dass man da drauf guckt dann, oder? Oder ja, widersprichst du mir gerade? Also für Strategien, glaube ich, denken die Leute tatsächlich nicht strategisch genug. Also die meisten, okay, die ich da kenne, die politisch aktiv sind, die sind halt... Du siehst keine Verschwörung, die jetzt die Wikipedia, die deutschsprachige Wikipedia politisch unterwandert. Nee, ich sehe das mal. Also ich habe das mal von zuvor Wikipedia-Zeiten in solchen Forum erlebt, wo es... Verschwörung ist hart, aber wo es offensichtlich konzertierte Aktionen von irgendwelchen NPD-nahen Kreisen gab, das Forum zu übernehmen. Mhm. Und das war sehr anders als Wikipedia jetzt. Also das war... deutlich auffälliger, es war deutlich schwerer, damit umzugehen. Hm. Und es war sehr viel konzertierter als jetzt. Also ich meine, ich sehe jetzt halt, dass ja irgendwie Pegida und Anhänger sowieso überall aus allen Löchern krauchen und die sind jetzt in der Wikipedia nicht stärker vertreten als im Diskussionsforum von Zeit Online oder irgendwo. Hm. Also ich glaube, es gibt einfach sehr viele Menschen, die wo es raus muss und die halt überall landen, auch in Wikipedia, wobei Wikipedia halt super recherche-faktenbasiert ist. Und dann im Verhältnis sehr wenig Meinung loslässt, was halt andere Leute anzieht. Mhm. Also ich glaube, die meisten davon wären da auch nicht unglücklich. Aber Wikipedia ist halt auch ein Spiegel der Gesellschaft, die da ist. Also ein Spiegel der bildungsbürgerlichen Mittelstandsgesellschaft. Und wenn es da einen gewissen Anteil von AfD-nahen Leuten gibt, sind die dann auch in Wikipedia. Also die werden nicht verschwinden. Das Ideal wäre ja nun, dass eben dieser Spiegel der Gesellschaft dann sich auf einen neutralen Standpunkt einigt und dass sich... was sich dann in jedem Artikel auch widerspiegelt. Tut's aber nicht. Weil dann eben dann doch immer eigentlich nur ein Autor einen Artikel schreibt. Na, ich weiß es gar nicht. Also ich meine, gerade bei also diese politischen Sachen finden ja meistens in einer Handvoll Artikel statt. Also ich bin ja tatsächlich, ich habe ja einen Uni-Abschluss in Politikwissenschaft. Mhm. Und ich weiß ja, dass man bei 98% aller Politikartikel nie wie im Leben einen anderen Autor trifft. Mhm. Also gerade auch so bei etwas systematischeren, tiefgehenderen ist man dann sehr allein mit den anderen beiden Leuten, die irgendwie eine Sammlung von Heften zur politischen Bildung zu Hause haben. Und es sind tatsächlich irgendwie so die 10 Themen, die gerade in den Nachrichten sind. Und da treffen sich dann aber alle und schlagen sich alle und da kann man, glaube ich, selbst wenn man wollte, den Artikel nicht dominieren. Da ist dann halt so eine Mainstream-Spiegel-Online-Wiedergabe-Tagesschau-Mischung. Mhm. Mit irgendwie noch den 3 Lieblingsquellen des Autors gemischt. Hm. Die Artikel sind dann auch mal, wenn du mich fragst, meistens viel zu lang und ausführlich und konfus, als dass sie irgendjemand beeinflussen könnten, weil den liest keiner freiwillig. Okay. Also du, meinst du, dass es viele gibt, die über Politikartikel schreiben? Ich bin in dem Bereich überhaupt nicht unterwegs. Ich glaube, also es gibt halt... Also der Politikwissenschaftler weigert sich ja zu sagen, schreiben wir Politik, sie schreiben wir Nachrichten. Das ist, ich würde da differenzieren. Mhm. Also es gibt halt so eine Gruppe von, ich weiß nicht, 20, 30 Autoren, die so über Nachrichtenthemen, also festen Autoren, langjährigen Wikipedianern, die über Nachrichtenthemen schreiben. Mhm. Und halt immer so eine große Gruppe irgendwie an Leuten, die halt über die Nachrichten in Wikipedia kommen und die da sind, die aber sehr groß und sehr unzuverlässig und sehr zerfasert sind. Mhm. Tja, bleibt spannend. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, dass es da eine, ich hoffe, dass es eine Diskussion zur Politik in der Wikipedia gibt. Gerade weil wir jetzt in Deutschland ein Bundestagswahljahr haben, wird das ein Thema sein. Und das hilft der Wikipedia, dass bekannt wird, dass es nicht eine Enzyklopädie ist, die man sich irgendwie runterlädt, sondern dass es ein Projekt ist, an dem genau. Also ich meine, also wir haben ja lustigerweise diese Stern-Kreis-Debatte, die ja letztlich irgendwie eine
Eine was? Diese Sternkreuzdebatte. Also es gab und gibt ja seit vielen Jahren. Also muss man kurz nochmal sagen, ich hatte vorhin schon gesagt, Geburtsdatum und Todesdatum wird als genealogisches Zeichen bei Geburt ein Sternchen genommen und beim Tod das aus meiner Sicht christliche Kreuz. Genau, also da gibt es nun schon seit langen Jahren die Diskussion mit zwei Lagern, die mal vereinfachend gesagt sind. Also die einen sagen, das sind halt die Genealogen, so haben wir das schon immer gemacht, das waren schon immer die Zeichen, die genutzt wurden. In Deutschland. In Deutschland. Und deshalb benutzen wir dieses Sternchen, das Kreuz weiterhin. Und die anderen sagen halt, dass dieses Kreuz einfach sehr christlich konnotiert ist und das nicht angehen kann, dass wir irgendwie lauter Nicht-Christen, Juden, Moslems, Atheisten, militante Atheisten, Pferde, okay. Opfer der Kreuzzüge und ähnliches mit diesem Kreuz kennzeichnen, wenn sie sterben. Und wie gesagt, das ist eine Debatte, die mehrere Jahre sehr, sehr heftig verlief, die im Untergrund immer noch kocht und ich habe den Gefühl, immer wieder hochkommen kann. Wo es halt so tatsächlich einfach verschiedene Grundauffassungen darüber gibt, was Enzyklopädie ist und wie Neutralität aussieht. Die sehr spannend sind, die aber halt so in diesem Level nie diskutiert wurden, weil sich immer an diesem Stern und dem Kreuz festgemacht hat. Ich bin ja immer noch versucht, ob man da nicht auch so eine Diskussion in Gang bringen kann, aber ich glaube, dafür bin ich dann persönlich nicht leidensfähig genug, das zu initiieren. Also es wäre einfach sehr zeitaufwendig, es wäre psychisch sehr anstrengend. Also gerade nach 5 Jahren Vorlauf müsste man sehr viele Leute an sehr verschiedenen Orten abholen und ich würde es für sinnvoll halten, ich wüsste aber niemanden, der sich das freiwillig antäte. Naja, vielleicht wächst da jemand nach, der sich sowas auch zutraut. Du warst jetzt im Präsidium von Wikimedia Deutschland über bezahlte Schreiben, hattest du jetzt eben schon angedeutet, bist du dann auch in ein Arbeitsverhältnis mit Wikimedia Deutschland gekommen, oder? Ist der Zusammenhang falsch? Nee, da ist schon so weit. Also ich habe ja dieses Projekt gemacht. Ich habe in der Zeit, ich habe auch bezahltes Projekt gemacht, war in der Zeit halt auch immer wieder im Büro von Wikimedia Deutschland. Und das Projekt war ja auch befristet. Mich gefragt, ob ich danach nicht bei denen arbeiten will. Und ich war immer noch so, also einerseits war ich neugierig, andererseits dachte ich, okay, wenn ich das Gefühl hast, dass Sachen besser laufen könnten, dann bevor du meckerst, versuchst du erstmal selber es besser zu machen. Genau. Und dann habe ich das ein Jahr lang versucht. Hast im Team Communities oder wie hieß es damals? Damals hieß es Team Communities. Gearbeitet, genau. Und hast versucht, es besser zu machen. Genau. Du hattest also den Eindruck, dass es nicht gut lief. Genau, also ich hatte den Eindruck, dass irgendwie so Wikimedia so ein komischer Sonderkosmos war, der so ein bisschen um sich selbst kreist und der irgendwie sehr wenig Berührungspunkte eigentlich mit der Community hatte. Ich dachte so, wir haben irgendwie so ein paar hundert bis ein paar tausend super motivierte, engagierte Leute, da ist so viel Potenzial drin, dass man zusammen machen könnte. Warum klappt es nicht? Und warum haben irgendwie die ganze Community schlechte Laune auf Wikimedia? Warum gibt es immer wieder Kontaktprobleme? Das kann doch nicht sein. Kann man die irgendwie zusammenbringen? Und? Also ich denke immer noch, man kann auf jeden Fall. Ich habe auch so irgendwie damals eine ganze Menge gemacht, um es auf den Weg zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass es sich dann leider erst so richtig ausgezahlt hat, irgendwie im Jahr drauf. Also ich habe verdacht, dass wir auch gerade so, was diese Projektförderung angeht, sehr viel vereinfacht haben und sehr viel mittlerweile sehr viel flüssiger geht und besser geht auf vielen Grundlagen, die wir dargelegt haben. Da war es aber noch, da war das Verhältnis so kaputt, dass man als Wikimedia-Mitarbeiter ja Angst haben musste, irgendwas in der Wikipedia zu schreiben und dass sich alles aufregen. Und Vertrauen muss man halt über lange Zeiträume aufbauen. Und ich würde jetzt sagen, so jetzt, also die mit der Zusammenarbeit hat immer noch sehr viel Potenzial, was besser gehen könnte. Aber zumindest ist das schon irgendwie eher so ein Miteinander, wenn auch ein teilweise eher unmotiviert betrieben ist. Aber zumindest mit der Ideenform kann man super gut zusammenarbeiten und sonst der Rest redet zumindest irgendwie nett miteinander so. Es ist noch keine lustige Feier-WG, aber doch zumindest so irgendwie Nachbarn sich auf dem Flur grüßen, ab und zu mal miteinander reden und sich vielleicht auch ab und zu mal zum Essen einladen. Wikimedia Deutschland ist ja die Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. So, sie ist nicht ein Förderverein für die Wikipedia. Das hat Pavel Richter mal geschrieben in der Wikipedia. Würdest du das auch so unterschreiben? Oder hast du ein anderes Verständnis? Also da ich auch nach Jahren der Investigation noch nicht rausgekriegt habe, was freies Wissen eigentlich ist, beziehungsweise die faktische zu schreiben, dass das heißt, freie Lizenzen einfach für viel zu kurz halte, habe ich Probleme, es unterschreiben, weil also freie Lizenzen finde ich deutlich zu kurz gesprungen. Das verpasst auch vieles, was Wikipedia ist und kann.
Und freies Wissen ist halt so, was ist nicht freies Wissen? Also das ist halt so grob, dass man irgendwie alles machen kann. Ich glaube, so im freien Wissen kann ich mit etwas Begründungsaufwand auch irgendwie Bäume anpflanzen. Da wird mir auch noch Begründung einfallen, warum es das freie Wissen fördert. Mhm. Das, ja, es setzt schon auf einen digitalen Wandel auf, ne? Also das, aber wie du sagst, der Begriff gibt es nicht her. Ja. Also würde das eben nicht unterschreiben, auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Ich glaube, dass der Wikipedia einen Förderverein braucht, eine Struktur, die bestimmte Aufgaben übernimmt, die man die freiwillige Community eben nicht selber regeln kann. Eben so eine Verstetigung, so etwas Regelmäßiges. Ich denke auch, also das mit der Verstetigung, da bin ich tatsächlich skeptisch. Einfach weil ich gucke mir an, wer vor 5 oder 10 Jahren was in der Community gemacht und was da passiert ist. Hm. Ich gucke mir Wikimedia vor 5 oder 10 Jahren an. Hm. Ich kann dir sagen, dass der stetige Teil nicht Wikimedia war. Ja, also ich habe das gedacht, dass eher Wikimedia eine Verstetigung durch die Community bekommt als umgekehrt. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Förderverein sehr sinnvoll wäre. Ich glaube auch tatsächlich, dass Leute, die Wikipedia irgendwie unterstützen will, eine Chance haben müssen, das zu tun. Mhm. Was sie im Moment irgendwie gar nicht haben, außer sie fördern noch das freie Wissen, was auch immer es sein mag, mit. Mir wäre wichtig, dass die Förderung nicht auf finanzielle Förderung beschränkt wird. Das ist nämlich das, was gerade passiert. Unter Förderung wird immer Finanzierung verstanden. Genau, also das ist ja so ein bisschen die Absurdität, dass einerseits für diese Community-Förderung Entschuldigung, sehr viel Geld da ist. Trink doch noch mal ein bisschen Bier, die Kehle nicht austrocknet. Achso, wir verkosten hier ostdeutsche Biere. Es gibt Berliner Kindle heute. Aber ich glaube, wir verkosten ostdeutsche Biere, die zu westdeutschen Konzernen gehören, oder? Ich weiß nicht. Radeberger, Wernesgrüner und was also haben wir denn noch? Wasserröder. Also das und das ist definitiv ostdeutsches Konzernbier. Wernesgrüner weiß ich nicht, habe ich aber auch im Verdacht. Kann man in der Wikipedia nachschlagen. Kann man nachschlagen. Ja. Nein, also dieses, wie gesagt, also das ist, was mich wundert. Also man kann als Community tatsächlich relativ unkompliziert irgendwie, kommt man an Geld für Projekte. Mhm. Aber halt auch wenig sonst, was so, also auch so leichte Unterstützung, also inhaltliche Zuarbeit sehr wenig. Und dann gibt es noch so einen inhaltlich arbeitenden Bereich bei Wikimedia, der dann aber extrem wenig mit der Community macht. Hm. Und so dieses irgendwie, wir arbeiten inhaltlich zusammen, findet immer noch nicht wirklich statt. Hm. Was ich irgendwie weiterhin sehr irritierend finde. Also was halt so ein bisschen Angst bei Wikimedia, glaube ich, ist davor, irgendwie der Community reinreden zu wollen. Und die Community kommt gar nicht, glaube ich, gar nicht auf die Idee, dass Wikimedia das ja prinzipiell könnte. Mhm. Deswegen alles, was inhaltlich läuft, so irgendwie so sehr halt im Wikimedia-Kosmos selber ist. Ja, und freies Wissen. Wikimedia selbst irgendwie auch relativ egal ist, was die Community mit dem Geld macht. Hauptsache, sie fühlt sich gut dabei, was auch so ein bisschen Verschwendung ist. Man muss schon irgendwie eine Begründung sich ausdenken. Ja, aber man kann sich schon ziemlich schräge Begründungen ausdenken und wird immer noch gefördert. Also ich glaube, Ich denke auch, unter dieses freies Wissen könnte noch vieles passen, was unbedingt zu Wikipedia gehört. Wiki zum Beispiel ist etwas, wo es keine sonstige Vereinigung gibt, die sowas unterstützt, das Online-Kollaboration. Genau, also ich denke auch, dass Wikimedia fokussiert sich auf freie Lizenzen, die ich tatsächlich für nicht so wichtig halte, gerade weil Wikipedia selbst, also zumindest so der Text von Wikipedia relativ wenig nachgenutzt wird. Mhm. Was extrem nachgenutzt wird, ist, dass alle die Inhalte übernehmen. Mhm. Das ist aber tatsächlich komplett egal, unter welcher Lizenz es steht. Ich kann Inhalte auch übernehmen, wenn es so restriktiv ist wie möglich. Ja. Wichtig ist halt, es ist verfügbar. Ich kann es umsonst problemlos überall aufrufen. Ich kann es überall mitnehmen. Mhm. Und ich kann es überall nutzen und habe keinerlei Zugriffshemmung. Mhm. Und das andere ist, kann halt jeder mitmachen. Man kann anonym sein. Also diese Freilizenzen kommen halt aus der Software-Ecke tatsächlich, wo einfach anders läuft, weil Software anders funktioniert als Text. Aber faktisch hat halt Wikipedia ganz andere Sachen hervorgebracht, die irgendwie so viel weniger zur Kenntnis genommen werden. Ja. Also was Kollaboration, was Anonymität, was Wiki-Prinzip aufweist, für die Wikimedia sich immer nicht so wirklich zuständig fühlt, sondern halt so eher so in der Debatte von 2003 steckt. Und für freie Lizenzen gibt es sowas wie Creative Commons und Open Knowledge Foundation und auch Open Software Foundation. Ja. Also es gibt schon große Organisationen, die sich darum kümmern, während um die anderen Bereiche sich niemand kümmert. Auch in der Foundation ist es kaum ein Thema, so also im weltweisen Maßstab. Ja, weil die Foundation ja sowieso, also jegliche Politik und Lobbying irgendwie bis vor kurzem weit von sich gewiesen hat. Hm.
Das ist interessant, was im, ja, vor vier Podcasts oder so, was Cornelius Gibelka und Nicole Ebber erzählt haben, dass im nächsten Jahr wieder Strategieprozess bei der Foundation anfängt und auch ein neues Finden und auch ein neues Finden des Selbstbildes dann da stattfindet, weil mir ist es völlig unklar, was das für ein Selbstbild ist von der Foundation. Sind sie nur die Herren über alle? So, manchmal fühlen sie sich so auf, das kann man wirklich so sagen. Oder sind sie eigentlich daneben ein Unterstützer der Organisation, was das Internationale betrifft? Das sind sie, glaube ich, machen sie schlecht, ja, oder kaum. Ja, also mein Verdacht ist ja tatsächlich, dass also zumindest ursprünglich mal diesen ganzen Verein, also jetzt nicht auf Wikimedia Deutschland oder sonst wie bezogen, sondern sehr viele Leute da waren, die Wikipedia so als Grundidee total toll fanden und mit der Community irgendwie nie zurechtgekommen sind mit den Leuten, die da sind und deshalb irgendwie angefangen haben, so Nebenstrukturen zu bilden. Mhm. Und die halt immer so ein bisschen so ein uneasy, so ein unwohles Verhältnis zu den Communities hatten, die dann halt so das ganze Meta-Universum gegründet haben. Mhm. Weswegen sie jetzt immer noch so dieses irgendwie so ein komisches haben und also das haben schon was mit Wikipedia zu tun, finden Wikipedia aber irgendwie zu langweilig, spießig, unpolitisch, was auch immer. Mhm. Und wissen jetzt aber nicht so genau, was sie machen wollen. Also es ist halt, es fehlt halt so die klare Mission, wir sind der Wikipedia-Verein oder die Wikipedia Foundation, wird halt nicht gewollt. Aber so ein anderes, klares Bild gibt's halt auch nicht, weil die Creative Commons gibt's ja schon und die Open Knowledge Foundation gibt's auch schon. Und wenn da nicht so viel Spendengelder drüber reinkommen, würde man sich vielleicht schon gelöst haben von der Wikipedia-Community. Ist nicht auszuschließen. Die teilen, glaube ich, schon. Ich denke, es ist auch ein anderer Schlag von Menschen, der in der Meta-Community unterwegs sind. Ne? Also da sind auch Autoren unterwegs. Ja. Wird ja auch immer dann ganz wichtig auch so betont, dass man der Autor ist und so. Aber es ist eine andere Art. Also schon wir sind eine andere Art als viele andere Autoren, ja, die viel lieber für sich alleine sind, während wir, ich bin auch ganz gern für mich alleine, aber manchmal mache ich auch gern was mit anderen zusammen. So, ne? Und dann gibt es eben wieder die gerne stundenlang diskutieren und so, was mir schon das Lesen der Diskussion schon Schmerzen bereitet. Aber dann da noch teilzunehmen, ist dann finde ich so gar nicht mehr ein Ding. Auf jeden Fall. Also mein Verdacht ist immer noch, dass 90% der Wikipedia-Inhalte von Leuten geschrieben werden, die Unterwäsche im Keller sitzen und nie mit jemandem geredet haben. Vielleicht sind es auch ganz normale Menschen. Auf jeden Fall haben sie noch nie mit jemandem darüber geredet. Ich glaube, so das allein, dass man irgendwie so Projekte macht oder irgendwie über Wikipedia schreibt oder mit der Presse redet, ist ja eine echte Ausnahmesache. Mhm. Und die meisten Leute wollen halt an ihren Sachen arbeiten, vor sich hin werkeln. Genau, denen ist das genug und die sind damit glücklich und ich freue mich auch für die. Ja. Ich kenne dieses Glück ja auch. Also ich, auch wenn ich immer wieder Projekte mache, komme ich immer wieder dahin zurück, Artikel zu schreiben. Genau, also ich würde ja auch sagen, ich bin Autor und alles andere ist irgendwie auf mich gekommen. Mhm. Also der Teil, der mir wichtig ist und den ich hänge, ist Autor sein, ganz definitiv. Das hat sich aber auch gewandelt im Laufe der Jahre. Ne? Also früher war es anders mit der Wikipedia, hast du vorhin auch schon gesagt. Genau, also früher hatten wir immer so ein Gefühl, so man gehört zu den letzten Autoren. Also ich meine, das eine ist so, ich weiß noch, als wir uns total gefreut haben, so war quasi bei jedem einzelnen Edit, weil es war nichts da. Und egal, was jemand geschrieben hat, es war eine Verbesserung. Wenn jetzt das generelle Niveau derart hoch ist, dass es Arbeit, sehr viel Arbeit ist, überhaupt noch besser beitragen zu können. Und halt sehr viel Verwaltung ist, also sei es, dass man irgendwie Tippfehler korrigiert, dass man Kategorien ändert, dass man Zahlen aktualisiert, dass man Vorlagen repariert, was halt auch nützlich ist, aber es geht um ihn anderes als Inhalte zu recherchieren und Artikel reinzuschreiben. Mhm. Was auch einfach einen anderen Schlag von Menschen interessiert. Und, ja. Und also vieles ist halt auch einfach schon da und muss nicht mehr getan werden. Also ich habe ja jetzt mal tatsächlich die ganzen Diskussionsseiten irgendwie beachte ich nicht mehr. Mhm. Und habe jetzt diese Beobachtungsliste, wo ich nur noch fast nur noch Artikel drauf habe. Oh Gott, ist in Wikipedia wenig los. Das dümpelt so vor sich hin. Mhm. Ich bin da drauf los irgendwie in so in 3 Tagen ist das nichts passiert. Mhm. Auf deinen, wie viel beobachtest du, wie viele Artikel? 8.000 oder 9.000. 1.700 beobachte ich. Wie gesagt, ich habe so 30, 40 Diskussionsseiten davon mitgenommen und meine echte, reale Beobachtungsliste ist so auf ein Drittel geschrumpft. Ich mir auch sagt, dass diese 30, 40 Seiten so ungefähr das Dreifache an Verkehr verursachen, wie irgendwie alle 9.000 anderen Artikel zusammen, die ich drauf habe.
Bist du der Meinung, dass die Wikipedia fertig ist? Jein. Also prinzipiell kann die Wikipedia schon gar nicht fertig sein, weil ich noch sehr viele Ideen habe, was da noch alles fehlt. Tatsächlich gibt es aber eine ganz spannende Studie, dass die meist bearbeiteten, beobachteten, gelesenen Artikel irgendwie alle vor 2006 angelegt wurden. Und natürlich gibt es auch tausend Themen, die nicht da sind. Ich glaube, das, was irgendwie irgendwie relevante Zahl von Menschen in Deutschland interessiert, ist im Prinzip da und größtenteils auch in einer zumutbaren Qualität. Also ich denke mal, man könnte Wikipedia zum Bearbeiten heute sperren und hätte irgendwie in 20 Jahren immer noch ein weitgehend vollständiges Nachschlagewerk für alle Belange des Alltags. Jetzt nicht mit den aktuellsten Schlagersternchen, nee, Schauspielsternchen und so, aber man wüsste, was eine Zitronenpresse ist und man könnte nachschauen, wie groß eine DIN A4-Seite ist. Genau, und wie der Bundestag funktioniert, wo man in Berlin irgendwie hingehen kann, was die komischen Gebäude auf dem Marktplatz in Göttingen sind, was in der Wurst eigentlich drin ist, also so. Ja, aber dann gibt es ja auch wieder ganze Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern, über die fast nichts in der Wikipedia steht. Die interessieren ja auch niemand. Jetzt war da Sturmflut und keiner hat's interessiert. Nein, wie gesagt, es gibt natürlich ewige Lücken. Also wenn man die deutschen Grenzen verlässt, wird es so viel, sehr viel flauer. Ja. Aber seien wir ehrlich, es gibt halt tatsächlich niemand in Deutschland, der sich für Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern, also außer die Bewohner selber, und selbst bei denen hat man manchmal Zweifel. Also ja, ich finde es spannend, ich finde aber auch Pizzakarton spannend, ich bin kein Maßstab. Meine Erfahrung ist aber, dass sehr viele Menschen sehr viel weniger Sachen spannend finden als ich, und Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern anscheinend dazu. Ja. Ich habe ja auch so mein Spezialthema mit Frankfurt-Oder, und selbst da bin ich noch lange nicht fertig mit dieser Mittelstadt, sag ich mal. Ja. Wikimedia Deutschland, ist das Thema jetzt so für dich durch, eigentlich? Ja, also ich sehe mich ja tatsächlich so im wikimedianischen Vorruhestand. Ich denke jetzt, ich habe irgendwie mein Gewissen beruhigt. Also so dieses, versuche erstmal was zu ändern, bevor du meckern kannst. Ich finde, ich habe es jetzt irgendwie lang und ausführlich in vielerlei Perspektive versucht. Ich leide nicht mehr persönlich an Wikimedia Deutschland. Und das, denke ich, finde ich irgendwie so, damit kann ich leben. Und dann fallen mir so andere Sachen ein, wo ich Zeit und Energie irgendwie mit mehr Erfolg und mehr persönlicher Befriedigung reinstecken kann. Und ich freue mich, dass es Leute gibt, die sich drum kümmern, aber ich bin da tatsächlich so ein bisschen so, finde ich schön, aber ist nicht meins. Okay. Ja. Ja, ist so. Ob Leute kommen und gehen, und du hast dich jetzt verabschiedet von Wikimedia Deutschland, machst dafür andere spannende Projekte, weißt aber noch nicht so richtig, was es wird, oder redest du nicht so gern drüber, weil ich weiß außer Wikipedia jetzt gar nichts von dir. Also in Wikipedia selbst mache ich tatsächlich zurzeit nichts, außer ich nicht mal Artikel schreiben tue ich. Ich schreibe ab und zu irgendwie launische Kommentare auf der Auskunft. Und Ach, die Auskunft, erzähl mal. Sonst schreibe ich einen Blog über Schwimmbäder und andere komische Sachen. Ein Blog über. Landet das auch in der Wikipedia dann, diese Information? Vielleicht. Vielleicht mal irgendwann. Okay. Aber ja, Wikipedia-Auskunft, genau. Darüber hattest du vorhin schon was gesagt und ich weiß nicht so richtig, was das ist. Also die Auskunft ist eine Seite in der Wikipedia, die mal angefangen hat mit irgendwie. Es gibt so Sachen, die in der Wikipedia nicht drinstehen, die man immer gerne wüsste, wo man dann halt direkt jemand fragen kann. Die der Aufgabe nach dann auch irgendwann Artikel landen sollen. Und daraus entwickelte sich halt so ein Frageforum. Also es gibt im Internet auch so gute Fragenet und Fora und so. Im Prinzip geht die Auskunft genauso. Also man geht da hin, stellt irgendwie eine mehr oder weniger sinnvolle Frage und kriegt dann Antworten, die von irgendwie Frage in zwei Sätzen komplett beantwortet, bis zu zwei Seiten Antwort inklusive einem Exkurs über die Hartz-IV-Gesetzgebung, Motorenbau und Rauchmelder gehen. Und das finde ich tatsächlich so, ist vom Spirit her sehr wie Wikipedia am Anfang mal war, also halt sehr offen, sehr neugierig, sehr wissbegierig, immer überraschend, mal richtig, mal falsch, aber eigentlich kann man da jede Diskussion lesen und noch irgendwas lernen. Und das verlangt halt auch weniger Recherche, weil es ist ja halt, es wird nicht irgendwie in Artikeln gegossen, ist dann fest und muss verteidigt werden, sondern
ist dann halt einfach weg und man kann irgendwie neu anfangen. Ach, das ist sowas wie Gute Frage nett. Genau, das ist im Prinzip sowas wie Gute Frage nett. Oder Yahoo Answers oder so. Irgend sowas, genau. Mhm. Also. Sowas haben wir also auch. Sowas haben wir auch. Was haben wir denn noch so alles, worüber man noch sprechen könnte? Wir haben noch das Café, wo irgendwie die ganzen Leute hingeschickt werden, die keine Auskunft haben wollen, sondern irgendwie eine Diskussion über irgendwas anfangen. Mhm. Was haben wir noch an lustigen? Gab es nicht auch mal Hotline oder sowas? Aber das gibt es nicht mehr, ne? Also es gab mal wieder die Idee, dass man Leuten eine telefonische Anlaufstelle bieten sollte, die, glaube ich, sehr stark genutzt werden würde, dass ich auch noch keinen Freiwilliger gefunden hat, der sie besetzen möchte. Das anschiebt. Ach so. Nee, der das, ach so, der dann Antworten gibt. Oder? Genau. Ja. Da komme ich auch wieder zu dem Punkt, ob man nicht manche Sachen auch bezahlt machen könnte. Aber das ist heikel, ne? Bezahlte Autoren gibt also immer mal wieder. Also ich glaube, bezahlte Autoren ist komplett nicht durchsetzungsfähig in keinerlei Hinsicht. Ja, genau. Außer sie werden von einem Museum bezahlt. Also ich glaube, bezahlte Autoren auch spenden geht gar nicht. Hm. Was ginge, wären, wenn irgendwie Museen oder Stiftungen sonst bezahlen würden, aber die sehen halt für sich selbst keinen Grund da drin. Weil die möchten ja nicht Wissen verbreiten, sondern ihr Museum fördern. Dieses nicht bezahlte Autoren hat sich ja sogar auf die Projekte ausgewirkt, weil man halt Projektmanagement-Kenntnisse hat und sagt, ich mache jetzt ein Projekt, müsste aber viel Zeit investieren, hat man dafür kein Geld gekriegt. Ja. So, dann sind Projekte halt liegen geblieben, die trotzdem interessant gewesen wären und das Geld wäre auch da gewesen. Also vermutlich kann durchaus falsche Entscheidung damals auch gewesen sein. Auch das Referentennetzwerk, also ein Netzwerk von Leuten, die Vorträge über Online-Kollaboration und Wikipedia halten können, die das eben nicht nur in der Freizeit abbilden können. Ja. Das finde ich auch schade, dass das abgewürgt wurde. Das ist nicht von selber eingegangen, sondern ist halt kollidiert mit diesem seltsamen Gedanken von oder seltsame Vermischung von keine bezahlten Autoren und überhaupt keine bezahlte Arbeit im Umfeld der Wikipedia. Oder? Ja, vor allem, ich glaube, keine Bezahlung für Community-Mitglieder ist tatsächlich so. Ach so, so ist es. Also ich meine, also Wikimedia Deutschland macht ja auch bezahlte Arbeit im Umfeld der Wikipedia. Hm. Und wenn wir es uns jemals gelänge, 10.000 Museumsmitarbeiter dazu zu motivieren, Wikipedia zu machen, würde es auch jeder gut finden. Hm. Also es fängt ja in dem Moment an, wo irgendwie Community-Mitglieder, also Leute, die in der Community aktiv waren, Geld kriegen. Ja, ich kenne ein, zwei Community-Mitglieder, die sich Vollzeit der Wikipedia verschrieben haben, obwohl sie sich eigentlich nicht leisten können. Aber ich kenne auch viele, die irgendwie alimentiert werden, ne? Die entweder Studenten sind, krank sind, Behinderungen haben, eine Rente kriegen, reiche Eltern haben und die dann meinen Traum sozusagen leben, vielleicht deinen auch. Nämlich als Vollzeit-Wikipedia-Autoren zu arbeiten. Manche haben nicht das Glück, die müssen dann noch Geld reinschaffen, nebenher. Aber so ist unsere Gesellschaft. Es sind immer mehr Leute, die nicht mehr in der Produktion gebraucht werden. Also ich meine, man braucht halt einfach sehr viel Zeit für Wikipedia tatsächlich. Um es zu machen. Also ich meine, Leute mit sehr viel Zeit kollidiert irgendwie meistens damit, dass sie irgendwie Jobs haben, Kinder haben, irgendwas anderes haben. Also ich meine, es begann als Studentenprojekt. Es ist jetzt irgendwie eher ein Rentnerprojekt, habe ich den Eindruck. Zumindest was so tatsächlich irgendwie inhaltliche Arbeit angeht. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie blöd, auf Diskussionszeiten rumzuschreiben. Brauche ich dort, muss ich weniger, deutlich weniger recherchieren und deutlich weniger Gedanken machen, als irgendwie ernsthaft um Artikel zu verbessern. Mhm. Deshalb glaube ich auch gerade die etwas zeitloseren gerne auf Diskussionszeiten irgendwie sich äußern. Man kann auch in der Wikipedia arbeiten, ohne je auf einer Diskussionsseite irgendwas gemacht zu haben. Und weil ich schon allein dieses Wikipedia-Arbeiten immer sehr spannend finde. Mhm. Das ist ja Hobby. Also Arbeit heißt ja für mich untergründig tatsächlich immer Bezahlung oder so. Also Verpflichtung, Erwerbsarbeit. Also. Es gibt auch den Begriff der ehrenamtlichen Arbeit. Und ist auch in weiten Bereichen unserer Gesellschaft ist sehr viel Ehrenamt dabei. Das ganze Rote Kreuz, Caritas, da ist so viel Ehrenamt dabei. Das nimmt man immer gar nicht wahr. Und auch Wikipedia ist eben dann durchaus ein Ehrenamt. Manche sagen auch, der Begriff passt dann wieder nicht. Also ich meine, ich hatte ja mal so eine tolle Berliner Ehrenamtskarte.
Die kann man auch. Hatte ich auch mal, habe ich zweimal vorgezeigt, zweimal ist verneint worden, dass die das ja. Ja, nachdem ich dann irgendwie festgestellt habe, dass mit dieser Ehrenamtskarte irgendwie dienstags bei Vollmond, wenn man drei Kinder dabei hat, 5% Rabatt kriegt, wenn man nicht länger als eine halbe Stunde bleibt oder so. Dachte ich irgendwie, dieses grüne Kärtchen ist zwar kleidsam in meiner Brieftasche, hat sonst aber keinen weiteren Effekt. Ja, also auch nichts gebracht. Aber es war eine Ehre, die zu haben. Und ich höre, es gibt Kommunen, wo man tatsächlich irgendwas da, also wo es irgendeinen Sinn hat, diese Karte zu haben. Da, ja, da wird es auch so benutzt, wie sie gedacht ist. Hm. Ja. Das Gespräch kommt ins Stocken. Ich guck mal, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Nee, wir haben schon, was wir darüber gesprochen haben, haben wir jetzt schon alles durch. Wenn du jetzt König von Wikipedia wärst, was würdest du bestimmen? Also was ich immer noch sehr schade finde, was glaube ich sehr viel Böhme zerstört hat, ist, dass man keinen Original Research betreiben kann. Hm. Also ich immer sage, also wir haben diese Regel mal geschafft, um irgendwie Kreisquadrierer draußen zu halten. Um was draußen zu halten? Kreisquadrierer. Kreisquadrierer, okay. Hm. Es gibt unter allen Mathematikern, also unter allen echten Mathematikern sind ja Leute berüchtigt in allen mathematischen Zeitschriften, die irgendwie regelmäßig lange Beweise dafür schreiben, wie sie den Kreis quadrieren können. Mhm. Das Einzige, also, unter Umgehung von Pi. Ja. Unter Umgehung von Pi, also nur mit geometrischen Mitteln. Die gerade am Anfang in Wikipedia auch sehr zahlreich waren, weil neues offenes Medium, wo sie endlich mal ihre Lieblingstheorie loswerden können. Mhm. Und die sich dann auch irgendwie 20 Jahre, also letztlich ist es halt Unsinn, weil jemand, der 20 Jahre sich mit Unsinn beschäftigt hat, ist es immer sehr aufwendig, ihn den Unsinn auszutreiben. Und deshalb wurde mal diese keine Theoriefindung Regeln gemacht und mittlerweile. Es muss immer eine Quelle geben, im Zweifel. Genau. Verbietet sie halt jegliches eigenständiges Denken. Und ich denke, viele Autoren sind ja mittlerweile Fotografen geworden. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, weil bei Fotos gilt diese Regel ja irgendwie nicht. Also bei Fotos kann ich ja irgendwie hingehen, Foto machen und sagen, das und das ist so. Mhm. Und das muss so sein. Und muss quasi immer noch nichts belegen und kann einfach wohin gehen, während ich als Autor ja nur über Büchern sitzen muss. Also ich kann ja eigentlich nicht mal in Wedding gehen und sagen, das ist so, weil ich habe keine Quelle dafür. Hm. Ich kann irgendwie in Wedding gehen und sagen, da steht eine große Kirche und dann beleg's mir. Womit wir wieder bei den Geburtsdaten wären, wo ja gelegentlich Schauspielerinnen sagen, mein Datum ist falsch. Hier ist meine Geburtsurkunde. Ja. Und das nicht anerkannt wird oder nicht angenommen wird in der Wikipedia. Man müsste dann sowas wie ein Zugriff aufs Einwohnermelderegister oder sowas haben, was es aber nicht gibt, ne? So ein Wikidata müsste das drinstehen. Ja, gibt's nicht. Also, ich meine, es ist halt aus systematischen Gründen extrem schwierig, das irgendwie zu machen. Also, es beißt sich mit der Anonymität. Mhm. Also, wenn man Wikipedia sagt, wir sind halt, bei uns kann jeder mitschreiben und wir wissen nicht, wer es ist. Und vielleicht ist es auch irgendwie der kleine Hund von nebenan. Und deshalb ist halt kein Vertrauen in Wikipedia, sondern in die externen Quellen. Also wir haben ja diese Recherche und Vertrauen offiziell ausgelagert auf externe Quellen, die wir dann zitieren. Genau. Deswegen ist halt auch keinerlei Prozess gibt, irgendwie so eigene Recherchen einzuführen. Mhm. Und es gibt immer wieder irgendwie Autoren, die sehr motiviert mit irgendwelchen da Semi-Prominenz reden und lange Interviews mit ihnen führen und Daten erfragen. Und die das auch so ein halbes Jahr machen und dann laufen sie mit den falschen Wikipedianern und dann gibt es irgendwie Tränen und Geschrei und einen frustrierten Autor mehr. Mhm. Weil halt im Artikel steht so, hat der Prominente mir gesagt, ja, du bist Pizzaboy 77. Was hilft mir das? Also, wer soll es nachprüfen können? Irgendeine kleine Band, die vielleicht musikalisch wertvoll ist, so, aber wo es dann keine Bandhistorie oder so gibt, weil es nicht mal eine Webseite gab oder sowas. Ja. Ne? Und dann kann man aber noch die Bandmitglieder befragen, aber das ist nichts. Die müssten erst einen Artikel mit Musikexpress machen und dann könnte man einen Artikel schreiben, der sich dann auf den Artikel genau, in der Zeitung... Also ich glaub, ist ja auch lustig, dieser Fetischismus von Wikipedia zu Printmedien, ne? Dass die, sobald es in der Zeitung steht, ist es wahr. So. Ja, also ich muss sagen, tatsächlich, je länger ich Wikipedia mache, desto mehr glaube ich an Print, einfach weil ich andauernd erlebe, dass meine ganzen Webquellen spätestens 2 Jahre verschwunden sind. Ja. Also ich meine, das heißt ja, im Internet bleibt es immer, also mein Eindruck ist, das Internet hat ein Gedächtnis wie ein Sieb und das Internet leidet an strukturellem Alzheimer, also das ist ja irgendwie alles weg nach 1-2 Jahren. Auf der letzten. Während Bücher halt irgendwie nach 20 Jahren noch da sind. Ja, nach 100 Jahren. Ja. 500 Jahren. Auf der letzten Konferenz Zugang gestalten war eine Dame da von Archive.org. Ja.
und die sagt, eine Webseite ist durchschnittlich nach 100 Tagen weg. Ja. Das hatte ich nicht gedacht, dass es so niedrig ist, die Zahl. Ja. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, sie ist höher, wobei Wikipedia-Erfahrungen auch sind. Hm. All meine Quellen, die ich zitiert habe, sind irgendwie ein Jahr später verschwunden. Gut, dass es Archive auch gibt. Ja. Und Archive.is. Neuerdings. Warum hat Wikipedia das eigentlich nicht? So ein eigenes Archiv. Sie können ja mit Archive.org zusammen. Wenn man es ja dann eine freie Lizenz stellen müsste. Ach, okay. Also ich meine, also in Wikipedia hat ja Urheberrecht quasi religiöse Bedeutung. Mhm. Wird deshalb auch mit ähnlich viel Kompetenz irgendwie diskutiert. Aber das heißt ja irgendwie, dass Wikipedia, glaube ich, die schlimmste, also was so Beachtung dessen, was Wikipedianer für das Gesetz halten, irgendwie extrem fundamentalistisch erfolgt. Mhm. Und irgendwie weit entfernt von dem eher pragmatischen Umgang vom Rest der Welt. Deswegen Wikipedia halt nie irgendwas machen würde, wo jemand glaubt, das könnte das deutsche Urheberrecht irgendwie verletzen. Mhm. Also ich hatte auch immer mal die Idee, einfach so eine Blackbox-Server zu haben, wo man einfach nur die Quellen irgendwie draufspielt. Hatte ich auch schon. Muss dann gar nicht öffentlich sein, aber dann ist halt die nächste Frage, wer hat Zugriff auf diesen Server? Ja, eine Community, eine Verschworene, ja. Aber es ist ja trotzdem ganz spannend, die ganzen Quellen irgendwie einfach zu sichern und so nach 100 Jahren wieder rauszuholen. Hm. Es würde ja schon reichen, wenn man irgendwie eine Kooperation mit Archive.org macht, ja. Und wenn ein Link in der Wikipedia gesetzt wird, wird es automatisch dort gesichert. Ja. Ich glaube, sowas gibt's auch schon. Ich glaube, das machen die selber. Ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich da ziemlich weit. Hm. Nein, ich glaube tatsächlich, also das ist halt auch das, wo viele Autoren einfach verschwunden sind. Das ist so irgendwie, es ist halt immer irgendwie weniger Recherche und rausbringen und immer mehr so irgendwie, ich brauche drei Quellen und schreibe dann hab dann so die Quelle brav neben mir und schreibe es dann da rein, was halt jetzt irgendwie so mittelspannend ist. Ja. Ich habe das, ja, ich lese auch Artikel, wo ich denke, das hat jemand aus Online-Quellen vielleicht noch aus seinem Buch schnell zusammengeschrieben, aber hat dann nicht mal sich auch die Arbeiten von dem Menschen durchgelesen und schreibt dann, das wäre das eigentlich Spannende, wenn man einen Schriftsteller schreibt, dass man zusammenfasst, worüber der geschrieben hat. Ja. Nicht nur die Lebensdaten, da könnte man auch eine Datenbank machen, sondern wirklich einen Artikel schreibt über so etwas. Ja, und so einfach auch verstehen, was so das Werk ist und irgendwie so, was halt so das Motiv und ähnliches. Also halt so Sachen, die so ein bisschen eigenes Recherchen, so ein bisschen eigenes Denken irgendwie erforderlich machen. Was ja auch jeder gute Text irgendwie auf dieser Welt enthält. Mhm. Wobei das ja auch so der Unterschied ist, wenn man sich so mal irgendwie die Diderot-Enzyklopädie anschaut und irgendwie den Brockhaus 1970. Mhm. Also Diderot fing ja auch mal so an wie Wikipedia mit irgendwie sehr offen, sehr überraschend, teilweise subjektiv und ähnlich mit dieser Brockhaus 1970 ist das langweiligste Buch, das diese Welt je hervorgebracht hat. Und ich staune, in welchem Tempo Wikipedia denselben Weg geht. Mhm. Also sie macht ja auch tatsächlich immer weniger Spaß zum Lesen. Ich lese keine Artikel. Ich habe mal wochenlang Artikel gelesen und mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Das habe ich noch nie gemacht, nee. Ich gucke manchmal Fakten nach, aber ich lese keine Artikel. Wenn ich mich in Tenor einmal arbeiten will und da ist ein längerer Artikel, dann lese ich mir das schon durch, aber so aus Interesse. Es gab mal diese Reader, relativ früh, ja, wo Artikel zusammengefasst waren. Da habe ich mal ein paar Artikel gelesen und war erschüttert, in welcher schlechten Qualität diese Artikel geschrieben waren. Ja, also es gibt große Höhen, es gibt große Tiefen. Also es gibt ein paar echte literarische Meisterwerke, würde ich immer noch sagen. Die exzellenten Artikel und lesenswerten sind das am meisten. Die ehemals. Also mittlerweile werden die alle irgendwie, die wirklich guten werden abgeschossen, weil sie zu subjektiv sind und sich nicht an 17.000 Stilvorgaben halten und irgendwie zwei Nebensätze mehr machen oder ähnliches. Mhm. Also da gab es einfach wunderbare Kleinode. Mhm. Mittlerweile gibt es sie sicher immer noch. Es ist nur sehr schwer geworden, sie zu finden. Mhm. Du hast mal auf einer Wikipedia-Veranstaltung, vielleicht eine Wikimania oder so, einen Vortrag über Wikipedia in 50 Jahren oder so. Genau, ja, das war Wikimania Hongkong, welches Jahr auch immer das war. Hm. 13 wahrscheinlich. Ja. London war 14. Und die war relativ düster.
diese Aussicht. Das Lustige ist, ich habe sowohl Leute getroffen, die die Aussicht sehr düster finden. Ich habe Leute irgendwie getroffen, die sagten, es wäre mein Traum. Okay. Und alles anders. Ich fand es ganz spannend. Ich hatte tatsächlich, also meins war eine Podiumsdiskussion, wo es mehrere Zukunftsversionen tatsächlich gab. Dann meine, es gab irgendwie Erik Möller, der auf derselben Wikimania einen Tag vorher oder später auch so seine Zukunftsversion hat. Und ich glaube, meine und seine waren gar nicht so weit auseinander inhaltlich. Mhm. Bloß, dass er irgendwie es als das große drohende Unheil irgendwie heraufziehen sah. Und ich eher so sagte, ja, das ist halt so. Und so Leute, die es gut finden, so Leute, die es nicht so gut finden. Also der Grundsatz war, glaube ich, tatsächlich, dass halt die Wikipedia selbst weiter in den Hintergrund tritt und es halt sehr viel mehr Oberflächen geben wird, dass halt Leute auf Wikipedia-Inhalte zugreifen, ohne unbedingt zu sehen, dass sie Wikipedia benutzen. Dass ihnen halt irgendwie anders aufbereitet wird, das Wissen genommen wird und dass halt dadurch Wikipedia selbst so in den Hintergrund tritt, irgendwie sehr viel weniger Leute überhaupt wissen, wie Wikipedia geht, was man da machen kann. Und halt auch, dass Wikipedieren selbst immer anspruchsvoller wird und immer mehr zu so einer komischen, elitären Beschäftigung. Also da, wo es mal war, also das war ja irgendwie eher das Spektakuläre, dass ein komisches Nerd-Hobby mal fünftgrößte Website der Welt ist und überall darüber berichtet wurde, wie es funktioniert. Wenn ich die so zuhöre, habe ich aber die Gewissheit, dass es immer ein Nerd-Hobby bleiben wird und deswegen Wikipedia nicht sterben wird. Genau, also deshalb fand ich meine Zukunftsversion auch gar nicht so düster. Also ich bin ja tatsächlich bei Wikipedia, weil ich das spannend finde, ich gerne Artikel schreibe, ich es großartig finde, so eine Enzyklopädie zu machen. Dass sie zufällig auch noch irgendwie die fünftgrößte Website der Welt ist, finde ich zwar irgendwie erstaunlich, aber ist nichts, woran ich persönlich jetzt so innen hänge oder denke, das muss so sein. Und also, dass Wikipedia selbst irgendwie weitergehen wird, dafür hängt da viel, so viel Herzblut dran und so viele Leute, die darauf Lust haben. Da bin ich tatsächlich sehr sicher. Und ob die Menschheit weiterhin Wikipedia zur Kenntnis nehmen wird oder irgendwie irgendeine Oberfläche und gar nicht weiß, dass es Wikipedia ist oder ähnliches, weiß ich nicht genau, aber das wird jetzt halt sehen. Spielt denn nicht so die Rolle, es wird vielleicht noch weiter zurückgehen, die Autorenzahl, aber wenn ich mir die jungen Wikipedianer nur anschaue, weiß ich, dass so Leute von dem Schlag halt auch nachwachsen. Ich glaube auch, also ich hatte ja auch schon ein Anfangsgefühl, dass irgendwie Wikipedia ein sehr gutes Sozialintegrationsprojekt für unverstandene, hochbegabte Kinder ist. Ja. Also wo man immer merkte, dass die irgendwie super jung waren, super viel wussten und halt immer so kam, so ich bin irgendwie in 30 Meter Umkreis das größte Genie, was rumläuft. Und die plötzlich so irgendwie auf eine Umgebung trafen, plötzlich lauter Leute waren, die so waren wie sie. Und sie halt nicht mehr so der große Überblicker waren, sondern irgendwie lauter Leute auf Niveau trafen und sich da immer so einpegeln. Das ist immer sehr spannend, so irgendwie so zu sehen, wie reagieren sie, wenn sie lauter Leute haben, mit denen sie irgendwie intellektuell auf Augenhöhe sind und die einfach irgendwie 20 Jahre älter sind dazu. Und also ich glaube, das ist, also es gibt einfach Leute, die sowas toll finden, inhaltlich. Und die auch immer sich zu sowas wie Wikipedia hingezogen fühlen. Und da ist dann auch dieser ganze Meta über Hau mich tot Aufbau nett, dass es da ist, aber nicht existenziell. Wichtig, es gibt irgendwie den Nerds was zu tun und was zu schreiben und sie sind glücklich und treffen sich untereinander und dass dann noch irgendwelche anderen Leute versuchen, da eine Bewegung draufzubauen, ja mein Gott, es werden beide überleben. Das ist auch auf den Wikimanias, auf diesen jährlichen internationalen Treffen der Wikipedianer sehr schön zu sehen, wie aus aller Welt derselbe Schlag Menschen kommt. Ja, wobei das ja schon irgendwie derselbe Schlag Menschen ist, der freiwillig zur internationalen Konferenz, also das ist ja schon die stark verwässerte Version davon. Ja. Bei Stammtischen trifft man dann noch welche, die immerhin den Schritt noch machen. Ja. Ja, ich finde es sowieso spannend. Also ich ist ja auch eine Motivation für mich, meinen Podcast zu machen, die Leute halt kennenzulernen. Ja. Hinter den Accounts. Ja, ich finde das auch super spannend. Also meine Erfahrung ist, dass viele Wikipedianer so ein bisschen eigen sind. Aber sie alle hingebungsvoll über Hörnchen, Oldtimer, Lokomotiven, Nordflanken. Nordflanken? Was ist das? Nordflanken von Bergen. Ach so. Was auch immer irgendwie erzählen können. Und da irgendwie sehr inhaltlich dranhängen. Also sie sind nicht immer ganz einfach, aber eigentlich alle durchgehend super spannende Menschen. Die sich freuen, dass ihnen endlich mal jemand zuhört und
tatsächlich noch irgendjemand für sie an dem Eisenbahnbau der USA 880 Interesse zeigt und ernsthaft zuhört. Ja, und dies auch irgendwo hinschreiben können, wo sie wissen, es ist nicht nur meine eigene Festplatte, ja, sondern vielleicht liest es auch jemand. Ja. Die freuen sich ganz doll, wenn man sich bei ihnen bedankt. Na, die freuen sich noch viel mehr, wenn man sich irgendwie tatsächlich dafür interessiert. Stimmt. Und dann eventuell sogar noch eine inhaltliche Rückfrage hat oder so. Dann blühen sie auf. Ja. Insgesamt dann doch ein positiver Abschluss unseres Gesprächs, wird alles gut bleiben. Sowieso. Sehr schön. Danke, dass du da warst. Daran habe ich tatsächlich wenig Zweifel. Okay. Ja, ich werde der Wikipedia auf jeden Fall erhalten bleiben und stimmt, das Ganze drumherum, ringsherum, das kann man dann weglassen. Das trägt sich dann schon selbst. Okay, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Wir sehen uns ja sicher hoffentlich trotzdem weiterhin bei irgendwelchen Projekten, die du so machst. Ich bleib gespannt, was du so machst und verfolge das gerne. Ich erst. Ich auch. Okay. Ja, nehm immer Lachzeit ab, nehm nur mit dir. Sag ich ja, dann sei es, ich sag's auch nur zu dir. Ja, nehm immer Lachzeit ab, nehm nur mit dir. Sag ich ja, dann sei es, ich sag's auch nur zu dir. And the sweet little love song is coming through the air. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben.
Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.